Ich grüße euch, Freunde des Entitos. Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Heute mit einem kleinen Talk-Video. Wir reden heute mal über die neuen Leaks zum nächsten Chapter. Im Hintergrund läuft eine Joke-Face-Runde, die ich mir erspielt habe, auf Vorbereitung für den Guide, damit es nicht ganz so langweilig wird. Ja, Chapter 28 soll uns bald schon präsentiert werden, wenn es nach den Leaks geht. Leaks, bevor wir anfangen zu reden, Leaks sind, bevor die offiziellen Quellen etwas davon bekannt geben, erstmal nur Spekulationen oder auch teilweise Wünsche oder Hirngespinste von Fans. Leaks sind immer mit Vorsicht zu genießen, das ist auch ganz wichtig. Und die Leaks, die ich jetzt für euch habe, sind so detailliert und ausführlich teilweise, dass ich mir denke, boah, das kann eigentlich nicht stimmen. Aber wie gesagt, wir müssen abwarten, ja. Fangen wir mal an. Natürlich geht es darum, dass wir einen neuen Killer kriegen, einen neuen Survivor. Von einer neuen Map war leider nicht die Rede. Die Perks wurden auch noch nicht preisgegeben durch den Leak. Allerdings die Fähigkeit des neuen Killers. Und was ganz wichtig ist, laut Leak soll das nächste Chapter ein Original-Chapter sein, also ein hauseigener Killer. Viele gehen davon aus oder gingen davon aus, einschließlich ich, dass das nächste Chapter ein Lizenz-Chapter wird, da wir ja schon zwei auch hauseigene Killer bekommen haben, nämlich Ritter und Skull Merchant. Gingen halt viele davon aus, dass wir jetzt einen Lizenz-Killer bekommen. Der Leak sagt aber, nee, der nächste Killer wird auch ein hauseigener Killer, also ein Originalkiller. Was schon mal sehr ungewöhnlich ist, sage ich mal, hatten wir schon lange nicht mehr, dass wir drei hauseigene Killer hintereinander wegbekommen. Des Weiteren wurde der Name, also wir haben den Namen des Killers, der ist aber so kompliziert, den kann ich nicht aussprechen. Der Survivor soll allerdings Gabriel Soma heißen. Bin ich gespannt. Dann die Fähigkeit des neuen Killers wurde uns präsentiert, tatsächlich schon. Er schlägt in dieselbe Kerbe wie Dretsche. Ja. Es wird ein Killer sein, der extrem Map-Pressure hat. Er arbeitet nämlich mit der Fähigkeit Dimensionsspalt. Und was soll ich davon halten? Ja, das heißt, wir haben wieder einen Killer mit einer extremen Movement-Fähigkeit. In den Leaks wird beschrieben, dass er Portale setzen kann und sich dann durch diese bewegen kann, um schneller über die Map zu kommen. Das heißt aber auch, dass er ein normaler M1-Killer sein wird. Seine Fähigkeit wird nicht verletzen. Allerdings wird seine Fähigkeit Survivor aufdecken können, denn in den Leaks wird beschrieben, ist ein Survivor in der Nähe eines Portals und der Killer kommt aus diesem heraus. Dann schreien Survivor auf in der Nähe des Portals und präsentieren für ein paar Sekunden ihre Aura. Was natürlich auch wieder sehr interessant sein wird, wenn es denn stimmen sollte. Das heißt allerdings auch, dass wir wieder einen Killer haben wie Sadako, Freddy, Dretsche, ja, also einen Portkiller quasi. Und das, na gut, man muss abwarten, wie es dann auf dem PDB sein wird, ja. Wo ich jetzt auch überleite quasi. Der PDB soll auch schon in Bälde kommen und tatsächlich sagt der Leak außerdem, dass wir am 23.05. einen Entwickler-Stream bekommen, da ja auch das Anniversary-Event wieder vor der Tür steht und das neue Chapter sogar ein Anniversary-Chapter sein wird. Also der Leak sagt, am 23.05. kommt ein Entwickler-Stream, der das Event ankündigt, das neue Chapter ankündigt oder und sogar noch ein weiteres Lizenz-Chapter ankündigt, so ähnlich wie es damals mit Project V war, geht der Leak davon aus, dass wir diesmal ein 2.0 Silent Hill-Chapter kriegen werden, das auch angekündigt wird im Entwickler-Stream. Das könnte natürlich durchaus passieren, gerade weil wir ja auch Project V bekommen haben, quasi Resident Evil 2.0. Halte ich das auch nicht für unwahrscheinlich, dass andere Lizenzen da auch hinterherziehen werden. Und außerdem sagt der Leak noch, dass der PDB, also der Public Test Build, am 13.06. kommen wird.
Ja. Und das sind sehr detaillierte ja, Leaks tatsächlich. Also gerade auch mit Datum, ja. 23.05. Entwicklerstream, 13.06. kommt der PDB. Der Killer kann das und das. Der, gut, die Perks wurden noch nicht gesagt. Aber das ist noch, ich denke, eine Frage der Zeit auch noch, bis da auch Perks revealed werden. Und generell noch weitere Sachen, vielleicht sogar eine Map, ja, könnte sein. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie es da rum aussieht. Aber was halte ich jetzt von den Leaks? Kann man die für voll nehmen? Leaks kann man generell nie für voll nehmen, finde ich. Und gerade diese sind auch so super detailliert mit Datumsangaben etc. Genießt diese Leaks auf jeden Fall mit Vorsicht. Denn ich bin der Meinung, wenn Leaks zu detailliert sind, ohne irgendwie den Ursprung zu kennen, so richtig, sage ich mal, dann ist das meistens aus den Fingern gesaugt, ja, sage ich ganz ehrlich. Aber ich bin gespannt, wenn, wenn am 3., also in 10 Tagen quasi, wenn da wirklich ein Entwicklerstream kommt in 10 Tagen, dann kann man auf jeden Fall die Leaks, also auf jeden Fall für ernst nehmen. Aber vielleicht kriegen wir in den 10 Tagen noch weitere Informationen über den Killer, über eine neue Map eventuell, über die Perks der beiden, ja. Oder vielleicht sogar Bildmaterial. Wer weiß das schon, was so alles gedatamined wird in 10 Tagen. Aber es wird auf jeden Fall spannend sein, denn wenn wirklich in 10 Tagen dieser Entwicklerstream kommt, dann kann man auf jeden Fall sagen, ja, dann kommt auch der PDB. Dann kommt wahrscheinlich auch das Silent Hill Chapter 2.0. Und dann stimmt auch der Killer mit seiner Fähigkeit und natürlich auch der Name des Survivors. Ich bin auf jeden Fall gespannt, liebe Leute. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was Leaks angeht. Aber ich selber genieße diese erstmal mit Vorsicht, bis sich eine Sache davon bewahrheitet hat. Oder ob neue Leaks entstehen, ja. Was mich wirklich wundert, ist, dass der Leaker sagt, der nächste Killer wird ein hauseigener Killer. Weil ich fest, wirklich fest mit einem Lizenzcharakter gerechnet habe, tatsächlich. Was mich ein bisschen enttäuscht tatsächlich ist, dass der Killer so eine Fähigkeit wird, also so eine Teleportationsfähigkeit haben wird. Das ist wirklich schade, weil ich denke, davon haben wir genug. Der Freddy kann sich zu Jens teleportieren, Dredge in die Schränke, Zalakurt ihre Fernseher. Und ich glaube jetzt einen mit, guck mal, den Demogorgon gibt es ja auch noch. Die Spieler, die ihn halt haben, ne? Und der kann Portale machen. Und jetzt kommt der nächste Portal-Killer. Vielleicht sogar vom Demogorgon inspiriert, um quasi den zu ersetzen. Das könnte natürlich auch sein, ja. Ja, man muss einfach abwarten, wie sich das alles ergibt, ob die Leaks sich bewahrheiten oder nur zur Hälfte. Einfach abwarten, wie gesagt, in 10 Tagen. Wenn da wirklich der Entwicklerstream kommt, dann haben wir auf jeden Fall eine Bestätigung. Und den Rest werden wir wahrscheinlich spätestens dann von den Devs persönlich erfahren. Weil die werden das Chapter dann wahrscheinlich auch im Stream dann vorstellen. Den Stream werden wir natürlich bei mir mit, also könnt ihr bei mir auch mitverfolgen, ja, wer das möchte. Den werde ich dann auch auf meinem Stream übertragen. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal mit der kleinen Infoflut, ja, kann man schon sagen, was die Leaks angeht. Alles sehr schwammig natürlich. Alles mit Vorsicht zu genießen. Aber wie findet ihr das? Noch ein Portalkiller? Wieder keine neue Map? Schreibt es mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin gespannt, ja, und ich freue mich auf jeden Fall, eure Kommentare zu lesen und mit euch darüber zu diskutieren. Und da würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video. Bis denne und ciao.